Dritter und letzter Spieltag in der Qualifikationsrunde zur U19 Sonderstaffel. Der SV Erfa 09 Gümnich trifft auf den SV Blau-Weiß Kerpen. Gümnich ist aktuell Zweiter hinter dem bereits feststehenden Gruppensieger FC Schwadorf und kann bereits mit einem Remis aufgrund des besseren Torverhältnisses den zweiten Platz verteidigen. Dieser zweite Rang berechtigt zu einer weiteren Qualifikationsrunde. Das Spiel beginnt. Gümnich in Grün mit dem ersten Angriff und direkt der Führung. Luca Felten trifft nach nicht einmal 120 Sekunden. Michel Fratz legt im Strafraum vor Kerpenkeeper Mohr quer und Felten muss dann nur noch ins leere Tor einschieben. Und keine zwei Zeigerumdrehungen später ein langer Ball auf Felten. Und den kann man mal so machen. Was ist denn hier los? 2:0 für Gümnich nach 4 Minuten. Doppelpack von Luca Felten, der im Gegensatz zum ersten Treffer aber alle seine Künste auspacken muss und den Ball sehenswert im Tor unterbringt. Wenig später gibt es Freistoß für Kerpen und er ist letztendlich gefährlicher für Torwart Flor, als er zunächst aussah. Kerpen wird nun stärker. Tim Domen geht am Keeper vorbei und das ist der Anschlusstreffer nach 13 Minuten. Es ist bereits Treffer Nummer 4 in der aktuellen Qualifikationsrunde. Er ist damit klar bester Torjäger bei Kerpen. Kann er seine Mannschaft damit wieder zurückbringen? Erstmal wieder Erfa Gümnich. Frath steht nicht im Abseits laut dem Unparteiischen. Hat das 3:1 auf dem Fuß. Und scheitert an Kevin Mohr, der mit einem starken Reflex einen erneuten 2-Tore-Rückstand verhindert. Danach wieder Kerpen. Meier Stoll über links mit dem Auge für Zariki. Das war die Riesenchance zum Ausgleich. Kurz vor der Pause nochmal ein kurz ausgeführter Freistoß. Schnabel aus der Distanz. Knapp drüber, dennoch ein guter Versuch. Kerpen drängt auf den Ausgleich. Langer Ball auf Domen, der steht völlig frei. Flor verhindert per Fußabwehr das 2:2. Nach dem Seitenwechsel wird es dramatisch. Hoher Ball auf Michel Fratz, der ist frei vor Kevin Mohr und bleibt eiskalt. Das 3:1 für Gümnich. Kerpen, wie schon zu Beginn, wohl mental noch in der Kabine. Erneut der Blitzstart von Erfa Gümnich nach nicht einmal 2 gespielten Minuten. Kerpen gibt sich aber noch nicht auf. Domen startet von links in den Strafraum und probiert es aus spitzem Winkel. Flor verhindert den erneuten Anschlusstreffer. Dann ein Schockmoment. Kerpen-Kapitän Serhat Yildirim knickt böse um und muss direkt ins Krankenhaus. Gute Besserung an dieser Stelle. Wenige Minuten später beginnt es heftig zu gewittern und Schiedsrichter Luca Pavoledo entscheidet sich aus Sicherheitsgründen dazu, das Spiel zu unterbrechen. Schließlich wird das Spiel aber doch fortgesetzt. Kerpen probiert weiter, den Anschlusstreffer zu erzielen. Jerome Vollmer auf Meier Stoll. Zariki mit der Möglichkeit. Knapp am langen Eck vorbei. Nochmal zur Erinnerung, Kerpen muss dieses Spiel hier gewinnen, um noch auf Rang 2 zu springen. Dann ein bisschen Slapstick und an dessen Ende ist er bei dem Tor. Pilivan mit dem Treffer. Dieses kuriose Tor kommt allerdings zu spät, denn es läuft bereits die 12. von 15 Minuten Nachspielzeit, die es aufgrund der Spielunterbrechung gab. Eine Aktion gibt es noch für Erfa Gümnich. Schussversuch von der Strafraumkante, knapp rechts vorbei. Das war noch einmal eine gute Möglichkeit, kurz vor Schluss. Denn wenige Sekunden später ist es dann nach diesem geklärten Eckball geschafft aus Sicht von Erfa Gümnich. Dank diesem 3:2 Erfolg sind sie weiterhin in der Qualifikation vertreten. Am Mikrofon der glückliche Erfolgstrainer Chris Bergau. Die ersten Minuten haben da uns gehört. Danach ist Kerpen besser ins Spiel gekommen, hat den Anschluss erzielt. Wir haben dann noch das 3:1 gemacht. War eine harte Partie. Wir sind heute wieder, wie in den letzten Spielen, auch über den Kampf ins Spiel gekommen. Und letztendlich, ja, wir nehmen die 3 Punkte sehr gerne mit. Schlussendlich ein knapper, aber verdienter Sieg für Erfa Gümnich.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.